Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen am Party bei Gigi, auch heute mit einer weiteren Veranstaltung des Electric Mountain Festivals, Lexi und K-Paul live auf dem Gigi. Was ist unser Sound? Ich könnte jetzt richtig ins Detail gehen, aber ich sage einfach, wir machen geile Mucke. Geile Mucke ist berlinerisch, heißt so, übersetzt, mal genau. Übersetzt für euch hier in Österreich heißt es, wir machen schöne Musik. Also ich kann keine Gitarre spielen, konnte immer nur Keyboard spielen, deswegen war es schon früh klar, elektronische Musik. Und ich mag auch die, dass man damit alles machen kann, also in alle Richtungen. Also ist Geschmackssache, gefällt mir dann am besten. Und bei dir? Genau. Ja, im Rahmen des Electric Mountain Festivals haben wir auch einen DJ-Contest ins Leben gerufen und wir haben 4 bis 5 DJs im Vorprogramm unserer Pre-Events und dann ab 16.30 Uhr gibt es ein Live-Voting via Facebook. Unsere jungen Nachwuchstalente sind wirklich einsame Spitze und die Sieger werden dann prämiert und auf sie wartet im Vorprogramm unserer Headliner aus den Niederlanden zu spielen. Ja, wir sind mit dem Festival seit Dezember unterwegs, unter anderem Tom Novi, Klangkarussell war schon hier. Jetzt heute, Mitte März, neigen wir uns langsam dem Ende und wir blicken natürlich auf das Grande Finale in der zweiten Osterwoche am 2.3. April mit Beats for Education und ihren Friends und dann die Headliner Hardwell am 4. und Nicky Romero am 5. April. Electric Mountain Festival und Sölden passt wie die Faust aufs Auge am Puls der Zeit. Das ist der trendige Sound auch in Zukunft und ich denke mal, es gibt hundertprozentig eine Fortsetzung dieser erfolgreichen Festivalserie. Sölden TV. Hier bist du der Star.